Herzlich willkommen. Das Thema heute, die Ritzarthrose, die Daumengrundgelenksarthrose. Ein sehr häufiges Problem. Deshalb bin ich besonders dir dankbar, Gabriela Vassili, bist du heute hier im Studio. Bitte, sehr gerne, komme ich natürlich. Die Ritzarthrose, Daumengrundgelenksarthrose, ist die häufigste Arthrose in der Hand, betrifft viele Menschen, ist sehr einschneidend im Alltag, ja, dann auch im Sport. Und in der Endform, ja, wird der Daumen als solcher eigentlich dann gar nicht mehr funktionsfähig. Dabei ist es der Daumen, der eigentlich die Hand zur Hand macht, dass wir in Opposition zwischen Daumen und Kleinfinger greifen können. Das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Gabriela, bei dir hat das begonnen so schleichend mit Schmerzen über ein paar Monate und dann plötzlich ging es richtig los. Also ich hatte mehrere Jahre, hatte ich gemerkt, dass etwas irgendwie nicht mehr so ganz stimmt, aber ich habe das hat sich so langsam entwickelt, dass ich mich wie langsam daran gewöhnt hatte. Und während mehreren Monate war das dann so schlimm, dass ich wirklich teilweise kaum mehr eine Tasse halten konnte oder einfach eben diese Bewegungen nicht mehr machen konnte. Ich war am Punkt, wo ich Angst hatte, nicht mehr kochen zu können, nicht mehr etwas schneiden zu können, dass man auch, wo man ja eigentlich auch diese Greifbewegung benutzt. Also ich war sehr beeinträchtigt dann, ja. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wo dieses Daumengrundgelenk genau ist. Daumengrundgelenk, hier wo der Kreis ist, dort kommt es zu Verschleiß und Abnutzung. Du bist nachher in die Therapie gegangen, um eben das nachher dann aktiv anzugehen, das Problem. Genau. Wie ist das mit der Therapie vonstatten gegangen? Also in der Therapie haben wir auf verschiedenen Ebenen gearbeitet. Die erste war es immer, die ganze Muskulatur um den Daumen rum zu massieren und wirklich zu entspannen. Weil die Muskulatur ist ja auch dann verkürzt und verhärtet. Genau, oder? Also da habe ich auch, das hat wirklich teilweise fast wehgetan beim Auflösen, aber das war noch ein paar Mal, war das noch schon nicht mehr schmerzhaft. Das zweite war eigentlich in der Therapie die Daumen richtig und die Hände richtig zu benutzen, gewisse Kräfte aufzubauen und nachher dann wieder Übungen geben, wie die Daumenmuskulatur oder wie die Daumen nachher im Alltag eingesetzt werden müssen. Also zuerst sozusagen die Wellness für die Hand, für den genau, Daumen ja. Und nachher dann eben die präzise Wahrnehmungsschulung genau, und dann ja. Die Umsetzung mit Kraft im ja, Alltag. Ja. Ja. Zudem eben präzise, was heißt das, präzise Daumenstellung? Ja, das möchte ich noch kurz erklären. Das Daumengrundgelenk ist ein Sattelgelenk. Das kann man sich eben vorstellen wie ein Cowboy, der im Sattel sitzt. Der Sattel geht dann so von vorne nach hinten und die Beine des Cowboys gehen so rüber. Und der Cowboy muss gerade im Sattel sitzen. Wenn der Cowboy auf die eine Seite oder die andere Seite schräg hängt, dann kann das Daumengrundgelenk nicht funktionieren. Und noch schlimmer ist, wenn er sich verdreht. Weil, wenn man verdreht auf dem Sattel sitzt, wer das schon mal ausprobiert hat, kennt es aus Erfahrung, dann kommt es zu brutalen Druckspitzen ja, zwischen Gesäß und Sattel beziehungsweise zwischen Gelenkknorpel und Gelenkknorpel. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass ein Gelenk ja, im Vergleich zu Füßen und Knie, das ja immer belastet wird, ein Gelenk wie im Daumen, dass es eben dort auch eine Arthrose geben kann. Und das kommt zustande durch Fehlbelastung, falschen Gebrauch, weil der eben dann zu hohen Druckspitzen führt, die den Knorpel schädigen. Und jetzt machen wir mal einen Sprung, Gabriela. Du hast also das gelernt, wie man jetzt den Daumen ja richtig benutzt und wie man das im Alltag umsetzt. Wie lange hat das dann gedauert? Wie ging das? Was ist das Ergebnis der Therapie? Also ich muss vielleicht davon ausgehen, dass ich wirklich mit höchsten Schmerzen dorthin kam, konnte die Hände fast nicht mehr benutzen. Und schon nach dem ersten Mal habe ich eine positive Entwicklung, positive Wirkung habe ich gemerkt. Und hab wirklich versucht, auch bewusst zu sein, was ich im Alltag mache. Nach dem zweiten Mal waren die Schmerzen praktisch weg. Also ab dem zweiten Mal haben wir wirklich dann noch so weiteres am Handgelenk und so weiter repariert. Aber eigentlich der Daumen war eigentlich nach diesen zwei Malen schon relativ gut.
Und das ist ja eigentlich auch erstaunlich, oder? Also jahrelang ein bisschen Schmerzen, ein paar Monate heftig Schmerzen, 2 Therapiestunden und dann ist der Schmerz weg. Wie erklärst du dir das? Also es war absolut erstaunlich. Also wir können es uns wie beide nicht ganz richtig erklären, sowohl die Therapeutin als auch ich. Aber ich denke, es sind wahrscheinlich 2 Faktoren. Das ist wirklich, wenn man an einem Punkt angelangt ist, wo man sagt, das geht jetzt einfach nicht mehr, ist man wirklich auch bereit, die Übungen wirklich sehr regelmäßig, sehr detailliert zu machen und auch im Alltag dieses Bewusstsein zu haben, wie man Sachen greifen soll. Also das war wirklich so ein bisschen fast die Verzweiflung dann, die dazu geführt hat, dass ich wirklich das extrem genau gemacht habe. Also dieses jetzt oder nie. Wirklich, ja. Jetzt schauen wir uns das noch an. Ja? Wir haben verschiedene Übungen, so ein kleiner Übungsmarathon. Mhm. Ja. Zuerst eine Übung mit der Christine Hehl und dann haben wir 2x3 Übungen mit dir, die du dann bitte kommentierst. Ja. Ja. Die Übung für die Rizarthrose, dazu stellst du den Unterarm auf den Tisch, so dass der Unterarm vertikal steht und du greifst mal mit der anderen Hand an die Daumenballe. Genau, da legst du die Finger rum und umschließt so den ersten Strahl, das ist dein erster Mittelhandknochen, der zum Daumen führt und gibst jetzt ein bisschen Führung in diese Gewölbeform der Hand. Dabei ist es wichtig, dass du den Impuls, die Kraft mehr so vom Kleinfinger deiner linken Hand ausgibst. Von dort rollst du ein und wieder aus. Wenn du die Bewegung dann kennst und kannst, dann kannst du mit deiner Hand etwas Widerstand geben und die Muskeln deiner rechten Hand, der übenden Hand, jetzt richtig kraftvoll aktivieren. Gabriela, man sieht dich jetzt hier im Bild links in dieser Daumenzeige. Darum geht es ja. Erklär mal. Ich lasse den Film mal laufen und du sagst, was du da machst. Ja, genau. Also da geht es darum, dass man die Daumen so hält, dass sich ein U bildet und kein V. Und das kann man mit dieser Kugel sehr gut modellieren, dass man die richtige Stellung hat, wenn man diese Übung vom Daumengelenk ausmacht. Jetzt sieht man das U wieder. Dann gehen wir zur nächsten Übung. Da geht es um das Quergewölbe, also dass das aufgebaut ist, dass man nicht den Ball einfach fasst nur mit den Fingern, sondern dass der wirklich in dieser Stellung eigentlich vom Quergewölbe aufgenommen wird und wieder abgegeben wird. Also der Ball hilft, die Kugelgewölbe der Hand zu erfüllen und dann anzuwenden. Dann schauen wir noch die dritte da. Was machst du mit dem Zeigefinger da? Das ist Krafttraining. Also da gebe ich Widerstand mit dem Daumengelenk an verschiedenen Punkten, wo der Zeigefinger von der linken Hand drauf drückt. Ja, ist eigentlich eine logische Abfolge von der Stellung des Daumens, dann die Integration ins gesamte Gewölbe und dann die Kräftigung. Jetzt gehen wir zu den nächsten, zu den Handgelenksübungen. Was machst du da mit dem Stab in der Hand? Mit dem Stab in der Hand, das ist, muss ich sagen, ist meine Lieblingsübung. Da bin ich dabei, auch eine 8 zu machen in beide Richtungen. Eine 3D-8 und das lockert das Handgelenk und hat auch sehr schnell Erfolg gebracht. Und dann ohne Stab? Ist das schwieriger? Und ohne Stab war für mich jetzt einfacher. Da hält man auch an einem anderen Ort unten, aber der Hauptfokus ist auf dem mittleren Finger. Und mit dem Mittelfinger macht man auch eine 8, auch eine dynamische 8. Mhm. Und hauptsächlich mit mehr Fokus auf die Daumenseite. Mhm. Sieht man hier gut. Also es geht darum, je beweglicher das Handgelenk ist, desto entlastender für das Daumengrundgelenk. Mhm. Und dann gibt es noch eine Spezialübung, das ist die dritte Übung, dass wir diese Drehbewegung vom Daumen aus über die Handwurzel dann auf den Unterarm, dass wir das praktisch so drehen können. Ja, eine eindrückliche Geschichte, Schmerzen über Monate und heftig und dann nach 2 Therapiestunden Schmerz weg.
Es gibt ja sehr viele Menschen, die von dieser Daumen-Grundgelenksarthrose betroffen sind. Was ist so deine Message, deine Botschaft an Betroffene? Also meine Botschaft ist, so schnell wie möglich zu reagieren, sobald man die ersten Schmerzen hat, die auf so eine Daumenarthrose hindeuten könnten, gleich die Spiraldynamik aufzusuchen und mit der Therapie zu beginnen, die dann wirklich regelmäßig und exakt machen, das wirklich ernst nehmen und auch das Bewusstsein im Alltag haben, dass man die richtigen Bewegungen macht und den Daumen ein bisschen schont. Danke, Gabriela. Das war sehr eindrücklich. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und herzhaftes Zupacken im Alltag ja, mit beiden Damen. Dankeschön. Danke dir vielmals. Ja, wir haben es gehört. Frühzeitig anfangen, präzise arbeiten, Integration in den Alltag. Genau darum geht es. Der Cowboy muss gerade im Sattel sitzen. Und so lässt sich erfahrungsgemäß, wir machen ja eine Qualitätssicherung, und sehen, wir haben bei Ritzarthrosen haben wir echt gute Erfolge. Und ja, also es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich gebrauche meinen Daumen so wie von Natur angedacht in Opposition. Das bedeutet, ich habe den Daumen, aber gleichzeitig ja, arbeitet er mit dem Kleinfinger zusammen. Kleinfingerseite wird oft ja, vernachlässigt, unterschätzt. Oder eben, ich mache es nicht und benutze meinen Daumen irgendwie. Und ja, dann, das rächt sich irgendwann. Also früher oder später oder jetzt ja, den Daumen von heute an richtig gebrauchen, Kugelgewölbe aufbauen, umhüllen und kräftigen und dann hält der Daumen ein Leben lang.